Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Was macht eigentlich ja? Dieses Projekt neigt sich jetzt auch langsam dem Ende entgegen, da die Kanalvorstellungen ja schon vorbei sind. Ist klar, dass dieses Projekt auch irgendwann vorbei sein wird. Wer es noch nicht weiß, in diesem Projekt stelle ich immer 5 Kanäle vor, die ich schon mal vorgestellt habe. Ich habe ja 2013 mit Kanalvorstellungen begonnen, um das nochmal kurz zu sagen. Und wir fangen heute wieder an mit dem Zerdeck Clash Royale. Ja, also man kann schon anhand des Namens und des Kanalbanners erkennen, er spielt gerne Clash Royale, hat jetzt 1040 Abonnenten, hatte damals 197, also ein großer Abonnentenzuwachs, was mich für ihn sehr freut. Max, 14 Jahre derzeit. Man weiß nicht, von wann die Beschreibung ist oder wie aktuell die Beschreibung erhalten ist. Eventuell 14, weil er hat hier unten hingeschrieben 1000 Abonnenten im Jahr 2017, deswegen, ich könnte mir vorstellen, er ist noch 14. Wir schauen mal zu den Videos, ob da noch welche vorhanden sind. Aber ich denke mal schon, ja. Vor einer Woche war zum Beispiel das letzte Video Stellt mir Fragen, ein FAQ. Dann Legendary Life aus Kronentruhe. Ich kenne mich halt mit diesen Videos nicht aus. Also ich kann euch immer nur die Videotitel vorlesen. Aber mit dem Spiel selber, ich kenne mich da nicht so viel aus. Ich kriege auch immer die Fragen gestellt im Livestream. Oh, spielst du Clash Royale? Oder warum spielst du denn kein Clash Royale? Wie gesagt, ich kann mich mit dem Spiel einfach nicht identifizieren. Und es ist einfach nicht so meins. Also es gibt vielleicht Leute unter euch, die das sehr gerne mögen. Die können da mal vorbeischauen. Beim Zerdeck, schöne Grüße da lassen und dann sehen wir uns gleich wieder auf dem zweiten Kanal. Ja, der zweite Kanal, wie ihr sehen könnt, ist leider nicht mehr vorhanden, weil dieses Konto aufgrund wiederholter oder schwerwiegender Verstöße gegen die YouTube-Richtlinie zur Bekämpfung von Spam sowie irreführender Praktiken und Inhalte oder anderen Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen gekündigt. So, das hatten wir auch schon des Öfteren hier. Der Name wäre Nevo AMV gewesen. Hat 6209 Abonnenten gehabt. Warum es dann gesperrt worden ist, das Konto, weiß ich nicht. Vielleicht hat er ja diese Songs, also ich glaube, er hat Lieder da hochgeladen. Vielleicht waren diese Lieder ja nicht copyright-free und deswegen ist er deswegen gesperrt worden. Man weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, ob er auch noch einen Zweitkanal hat oder ob er nochmal neu angefangen hat. Auf jeden Fall halten wir fest, der Nevo AMV hatte 6209 Abonnenten. Jetzt hat er leider gar keine mehr, weil er auch keinen Kanal mehr hat. So, dann sehen wir uns gleich auf dem dritten Kanal. Der dritte Kanal ist der Basement Gaming, hieß aber früher Gaming Creep, also er hat sich umbenannt, ja. Jeden Tag ein neues Video um 18 Uhr steht hier oben drin. Gaming Tradition seit 2015, das ist er selber, im Kanalprofilbild. Hat jetzt 550 Abonnenten, hatte damals mit seinem alten Namen 387 Abonnenten, also ein paar Abonnenten mit dazu bekommen. Ja, zurzeit FIFA 18, eine TSG-Karriere, ja, das hatte ich auch bei FIFA 18, nee, bei FIFA 17. Haha, FIFA 18 ist ja der erste Eintracht Frankfurt. FIFA 17 und hier sind auch die kommenden Projekte, Assassin's Creed zum Beispiel, Call of Duty, ja, Far Cry 5 und da ist also für jeden hoffentlich was dabei. Wir gucken mal zu den Videos. Er wird, denke ich mal, noch aktiv sein, wenn er die ganzen Projekte noch hat. Genau, hier sehen wir das. Schöne Thumbnails, auch mal ein bisschen anders gestaltet. Vor 16 Stunden hat er da das letzte Video hochgeladen zur Aufnahmezeit. Heute ist der 18. November, 10.57 Uhr, also gleich Mittagessenszeit. Ja, hier seht ihr die Thumbnail zu der Hoffenheim-Karriere. Jetzt hat er hier sie ein bisschen umgeändert. Also, bin ich aber auch nicht schlecht. Ja, er ist noch aktiv mit dabei. Und falls ihr beim Basement Gaming mal vorbeischauen wollt, dann macht das gerne. Lasst schöne Grüße von mir da. Und dann sehen wir uns gleich auf dem vorletzten und vierten Kanal wieder. Der vierte und vorletzte Kanal ist der Zabor. 476 Abonnenten hat er jetzt. Damals hatte er 293. Also auch ein kleiner Abonnentenzuwachs. Und der Zabor, ich habe den immer mit jemandem verwechselt. Ich weiß nicht, mit dem Zavox oder so, glaube ich, wo ich gesagt habe, der ist auch immer aktiv in meinen Livestreams mit dabei. Der Zabor ist auch ab und zu in meinen Livestreams mit dabei. Da bin ich mir jetzt relativ sicher. Und der Zabor macht vielleicht noch Videos. Also, das kann man nicht so sagen. The Witcher 3, ich denke mal, ein Livestream von einer halben Stunde hat er vor einem Monat hochgeladen. Ansonsten hat er Lego Marvel Super Heroes auf seinem Kanal gebracht. Friday the 13th. Ich glaube, das ist auch so ein ähnliches Spiel wie TTT. Ich habe das mal bei Gronk, glaube ich, gesehen, als der das mit seiner HWSQ-Gruppe gespielt hat. Also mit dem Tobi, mit dem Curry und mit der Pan. Ja, das war dann ein Kanaltrailer vor 3 Monaten. Also vielleicht macht er noch Videos, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall bei mir im Livestream ist er noch ab und zu aktiv. Das heißt, es gibt ihn noch, ja. Er ist nicht von der Bildfläche verschwunden oder aus YouTube. Vielleicht macht er ja noch Videos, weiß man ja nicht. So, dann sehen wir uns gleich auf dem letzten und fünften Kanal für diese Folge wieder. Und zwar ist das der Mazum Place, 3329 Abonnenten, jetzt damals 3046, also immerhin 300 Abonnenten ungefähr mehr. Ein Kanalbanner, Profilbild ist immer noch vorhanden, eine Beschreibung ebenfalls, er kommt aus Österreich. Das klingt immer so abwertend, ja, er kommt aus Österreich, deswegen ist er scheiße. Nein, natürlich nicht. Also hier darf niemand verurteilt werden, nur weil er aus dem Ausland kommt. Aber er ist
noch aktiv mit dabei. Das letzte Video von einer Stunde erst. Ich bin Therapeut für ein schwules Paar mit einem, verstörenden Thumbnail will ich jetzt nicht sagen, aber ich kann damit nichts anfangen. Ist bestimmt aus irgendeiner Serie oder aus irgendeinem Spiel. Dann hat er vor 2 Tagen ein Video hochgeladen, meine Zukunft auf YouTube, wo er ein paar Fragen der Zuschauer beantwortet, finde ich auch ganz nice. Wenn ihr ihn verfolgen wollt, schaut das euch mal an. Ich verbrenne Weed, Mario und Overwatch Stream, also er hat auch gelivestreamt, Livestream macht er ebenfalls. Also ihr seht, Livestreams sind sehr beliebt, weil man da halt auch viel mit seinen Zuschauern interagieren kann. Deswegen bevorzuge ich auch immer Livestreams eigentlich. Aber es gibt so bestimmte Projekte, die kann man halt nicht als Livestream-Projekt bringen. Aber in naher Zukunft werden auch Livestream-Projekte von mir gestartet. Bleibt da also dran. Ja, für diese Folge sage ich euch aber erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben nicht mehr viele Folgen und nicht mehr viele Kanäle, die wir noch vorstellen oder nochmal vorstellen müssen, wollen, dürfen. So muss man es ja sagen. Und deswegen freue ich mich auf die letzten Folgen und ich hoffe, ihr freut euch ebenfalls. Lasst eine Bewertung da und ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.